Herzlich willkommen zu unserer 135. Ausgabe von Sag bloß. Heute stehe ich hier, Henrik hat einen ganz wichtigen Termin, Sascha neben mir und Marc hinter der Kamera. Hallo Marc, hallo Sascha. Hallo Alex. Und heute wollen wir einsteigen mit unseren Bilderrätseln. Leider gibt es heute keine Bilderrätselauflösung, denn in der letzten Ausgabe gab es ja gar kein Bilderrätsel. Wir befanden uns dort in der Gärtnerei und haben ausnahmsweise mal außerhalb des Studios sagt losgedreht, nicht wahr, Alex? Ja, das war eigentlich ganz witzig, ne? Fand ich, das war ein bisschen kunterbunt, lustige, flippige Sendung. Aber deswegen hatten wir halt kein Bilderrätsel. Genau. Macht ja auch nichts. Heute haben wir eins, das zeigen wir euch nachher das erste. Sascha, warst du beim Osterfeuer? Nein, leider nicht. Aber ich hatte tatsächlich vor, am Samstag zum Osterfeuer nach Blankenese zu fahren und das mit einem längeren Spaziergang zu verbinden, weil ich es besonders schön finde, wenn es an der Elbe nebelig ist, dort spazieren zu gehen. Bin dann aber kurzfristig Freitagabend gegen 20 Uhr noch zu meinem Freund nach Kiel gefahren. Ui, aber Blankenese klingt schon cool, ne? Ich bin nur bis Eversen gekommen. Eversen, das liegt so Rothenburg untersteht. Eversen ist nicht so weit weg, irgendwie 10 Kilometer. Okay. Aber die Funken flogen da so toll. Es sah richtig grandios aus. Ich habe einfach mal mein Handy raufgehalten. Wollen wir es mal zeigen? Meinetwegen sehr gerne. Dann film ab. Einfach film ab. Sah toll aus, oder, Sascha? Ja, total. Ich liebe ja Osterfeuer, ne? Also ist einfach was Tolles. Ja, dabei war das Osterfeuer so klein in Eversen. Also die haben erst gewartet mit dem Anzünden, dann haben sie eine Seite angezündet, aber es brannte unheimlich lang. Aber es war schon richtig cool. Ja. Na, wollen wir mal das erste Bilderrätsel zeigen? Das wollen wir. Das ist schon richtig schwer. Also, versucht mal, ob ihr es raten könnt. Du, Alex? Ja. Wir waren ja am Dienstag am Bahnhof, ne? Und weißt du noch, was wir da gemacht haben? Ja, weiß ich. Ich habe nämlich in der Zeitung gelesen und bei Facebook, dass der Bahnhof, beziehungsweise dass die Fahrstühle jetzt repariert sind und dass man die Fahrstühle am Bahnhof wieder nutzen kann. Und da haben wir ja schon des Öfteren mal drüber berichtet, dass die so lange, also 5 Monate, glaube ich, nicht funktioniert haben. Und jetzt waren wir am Bahnhof und haben mal einen kleinen Film gedreht. Genau. Und mal wirklich getestet, ob die Fahrstühle zu nutzen sind. Ja. Hallo zusammen. Heute befinden wir uns nach fast einem Jahr wieder am Rothenburger Bahnhof. Wir wollten uns bedanken. Wofür wollten wir uns denn bedanken, Alex? Du, Sascha, ich habe in der Zeitung gelesen und bei Facebook gelesen, dass der Bahnhof wieder, also der Fahrstuhl am Bahnhof fertig sein soll. Ja, und soll ich dir was sagen? Ich habe es gerade gesehen, gerade ist jemand eingestiegen. Der Fahrstuhl funktioniert wieder. Vielen Dank an die Deutsche Bahn. Hat leider ein bisschen länger gedauert. Das lag aber auch daran, dass es hier gebrannt hat. Das konnte man ja auch der Zeitung entnehmen. Genau, also vielen Dank an die Deutsche Bahn, dass es alles jetzt funktioniert. Lass uns aber noch mal im Test mit dem Fahrstuhl fahren. Können wir gerne machen. Okay. Na? Jo. Gut.
So, warte, wir fahren runter. Minus eins. Schließt. Gleis 4 und 5. Ausgang. Tür öffnet. Super, das hat ja schon mal toll geklappt. Leo, das lass uns mal den anderen Fahrstuhl benutzen. Ja, ob wir auch wirklich mit dem Fahrstuhl reibungslos nach Bremen kommen. Ja. Null, ne? Ja. Das stimmt. So, Sascha, das hat ja alles schon mal wunderbar geklappt. Leo. Eigentlich sollten wir gleich oben ankommen. Ja, das sollten wir. Ich denke, es noch funktioniert. Ja. Gleis 3 und 4. Links. Tür öffnet. Das hat doch gut geklappt mit dem Fahrstuhl, Sascha. Jo, kann man so sagen. Wir stehen auf Gleis 5 und können von hier aus wunderbar nach Bremen fahren. Ja. Finde ich toll. Vielen Dank an die Deutsche Bahn. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Ihr konntet ja zum Teil auch nichts dafür. Ihr hat sie auch einen Brand gegeben. Das konnte man ja auch aus der Zeitung entnehmen. Genau, vielen Dank. Tschüss. Also ich bin froh, dass der Fahrstuhl endlich geht. Auch wenn ich den ganz... Also eigentlich benutze ich den nie, den Fahrstuhl. Mm. Benutzt du den mal? Nee, tatsächlich nie. Noch nicht mal, wenn ich einen Koffer habe. Ich nehme den Koffer immer die Treppe runter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das für mich viel einfacher ist, mit dem Koffer die Treppe runter zu gehen, als den Fahrstuhl zu benutzen. Ja, aber man wundert sich, wie viele auch den Fahrstuhl benutzen, auch wenn die nur eine kleine Tasche zum Beispiel dabei haben. Na, eigentlich dauert es viel länger, als wenn ich mal eben die Treppen gehe. Ja. Aber das müssen ja alle selber wissen. Aber ich finde das toll, dass jetzt alles wieder funktioniert. Ja. Sag mal, Sascha. Wollen wir mal eben kurz das zweite Bilderrätsel zeigen? Das passt so schön zu dem ersten Beitrag. Ja, das wollen wir. Viel Spaß beim zweiten Bilderrätsel. Ja, Sascha, deine Straßengeschichte hängt ja so ein bisschen mit dem Bahnhof zusammen. Ja. Wir haben ja direkt im Anschluss auch deine Straßengeschichte gedreht. Mhm. Es war schon eine richtig schwierige Geburt, ja, dieses Video mit dir zu drehen. Ja, also das ich stimmt. Ich glaube, ich habe 3-4 Mal angefangen, Start und Stopp. Ne? Ja, ich bin ein bisschen innerlich durcheinander. Ich glaube, das liegt am Frühling und ja. Ja, das mag sein. Vielleicht auch der innerliche Frühling. Das kann sein. Vielleicht auch das Wetter, der Umschwung. Ne? Genau. Wir hatten ja auch Zeitumstellung. Vielleicht ist man noch ein bisschen müde. Ne? Ich habe heute Morgen zum Beispiel auch leicht verschlafen. Nicht so schlimm, aber ja, es war noch leicht dunkel. Und ich bin irgendwie nur aufgewacht von der Feuerwehr, von der Polizei, die überall rumfahren war. Ne? Naja, wollen wir mal das zweite Bilderrätsel zeigen? Ja, das wollen wir machen. Aber ich dachte, dass zuerst mal eine Straßengeschichte kommt. Oder ach nicht? Ja, klar. Muss ja auch. Dann lass uns mal die Straßengeschichte zeigen. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen. Heute befinde ich mich mit meiner Straßengeschichte an der Bahnhofsstraße. Und die Bahnhofsstraße führt bis zum Bahnhof. Nur als Hinweis, die Straße am Bahnhof heißt am Bahnhof. Das ist etwas kurios bei uns in Rothenburg, denn die Straße, die bis zu dem Punkt führt, wo ich gerade stehe, heißt Bahnhofsstraße. So, jetzt befinden wir uns in der Bahnhofsstraße. Die Bahnhofsstraße führt vom Bahnhof über die Amtsbrücke zum Pferdemarkt. Das war's mit meiner Straßengeschichte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verlauf der Sendung und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Oh, Sascha, ich glaube, ich bin jetzt auch schon mittlerweile ganz durcheinander. Okay, das ist... Weiß ich nicht. Ist es schwierig? Ja, ne? Ja, ich glaube, der Frühling hat mich auch erreicht. Du, es ist nicht der zweite Frühling. Ich bin ja auch schon seit 20 Jahren verheiratet. Über 20 Jahre jetzt. Fast im 21. Jahr. Aber das hat mich eben auch erwischt. Macht ja nichts. Nicht? Aber ich finde, jetzt können wir mal kurz das dritte Bilderrätsel zeigen. Das machen wir. Thank you.
Also, ich sag dir, Sascha, diese drei Bilderrätsel, die sind schon richtig schwer. Das stimmt. Ja. Ich kann ja so viel verraten. Also, wer nie am Bahnhof ist, der wird echt Schwierigkeiten haben, das zu erraten. Weil ich wusste das bis zum Dienstag auch nicht. Ich bin gespannt. Ne? Ich auch. Ja. Nicht vergessen, schreibt gerne in die Kommentare, wer weiß, was das Bilderrätsel ist. Ja, das wäre super. Naja, ich war am Ostermontag in Hellwege, Sascha. Mhm. Was meinst du, was ich wohl in Hellwege immer mache? In Hellwege? Ja, also meine Mutter wohnt in Hellwege, okay. Meine Schwester wohnt in Hellwege. Mhm. Aber die habe ich nicht besucht. Ich war Ostermontag bei Cut the Music. Das ist der Friseursalon, die immer so Musik machen, alle zwei Wochen auf Montag. Und da war ich mal wieder mit Freunden. Ach, das war ja auch noch so ein Ding. Wir haben gedacht, das fängt um 19 Uhr an. Und haben gedacht, Einlass ist eine Stunde eher, das wussten wir ja. Fahren wir mal schon 18 Uhr hin. Tja, es fing erst um 20 Uhr an. Wir waren also zwei Stunden vorher schon da. Okay. Wir wunderten uns, warum das noch nicht so voll war. Wir haben gesagt, naja, vielleicht liegt das an Ostermontag. Alarm, Kaffee trinken oder vielleicht noch eine Abendbesuch oder so. Naja, es wurde dann irgendwann gegen 19 Uhr wurde es mich voller. Da saßen wir aber schon eine Stunde. Naja, aber es war trotzdem ganz witzig, ganz nett. Der Abend wurde spät, 22:30 bin ich erst nach Hause gekommen. Okay. Ja, aber es lohnt sich schon mal dahin zu gehen. Jeden ersten und jeden dritten Montag im Monat spielt die Cut the Music Band in Hellwege. Also es lohnt sich wirklich, da mal hinzufahren. Ja, dann kann ich ja auch noch so einen Programmtipp geben. Denn jeden ersten Donnerstag im Monat kann man umsonst in die Hamburger Kunsthalle gehen. Nee, ehrlich? Ja, und bis zum 1. April war da eine ziemlich große Ausstellung gewesen, nämlich die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung. Das habe ich auch gesehen. Mhm. Das ist ja cool. Aber jeden ersten Donnerstag im Monat? Genau. Von welcher Uhrzeit an bis wann? Von 18 bis 21 Uhr. Das lohnt sich ja wirklich. Also vielleicht sollten wir das mal ins Auge fassen. Ja. Na gut. Sascha, wolltest du noch was sagen? Ja, und zwar kommt jetzt mein obligatorischer Abspann. Wir würden uns freuen, wenn ihr am 17. April wieder dabei seid, freigeschaltet ist, sagt bloß wie immer bei bei Instagram und YouTube ab 19 Uhr. Wir freuen uns über Kommentare. Wenn ihr unseren Abonnal kanniert, freuen wir uns ebenfalls. Abonniert, meine ich. Dann freuen wir uns ebenfalls. Ich bedanke mich bei allen, die zu dieser Folge beigetragen haben. Sage Tschüss und auf Wiedersehen. Möchtest du noch etwas hinzufügen, Alex? Sascha, du hast das toll gesagt. Also unsere Sendung kann man natürlich, alle 135 Folgen kann man ja immer noch bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen. Also es lohnt sich wirklich mal reinzuschauen. Und eigentlich habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit, einen schönen Frühling. Nicht? Wir hatten ja gerade den 1. April. Ich hoffe, ihr seid nicht irgendwie geärgert worden. Aber wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Viel Spaß mit unserer neuen Sendung und bis bald. Tschüss. Oh no.
spedirò che fra le ghinaie più grande ti seppero e ci più grande sarai. Nuove distanze ti avvicinerò, io alto ti sono chiamate, non stimo di te mano. Passare insieme, soldati e spose, che ci vota, per l'ore in chiaro, incontro luce. A moltiplicare la nostra voce, che si muota per mano insieme, soldati e spose. Domenica, domenica, piano penetrati paiano, piano penetrati paiano. Domenica, Domenica.